Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VPT Info. Mein Name ist Christian Thieme, ich bin Referent für Medien und Nachwuchs im VPT und mit mir zusammen heute wieder dabei unser Verbandsjustiziar vom VPT, Benjamin Alt. Hallo. Hallo. Wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, in der nächsten Zeit genauere und kürzere Videos zu machen zu spannenden Themen rund um unseren Beruf und der Heilmittelerbringer sowie dem Rahmenvertrag. Und deswegen starten wir heute mit einem wichtigen und interessanten Thema für euch, und das ist die Prüfung des ICD-10-Codes. Und da gibt es ein paar wichtige Punkte im Rahmenvertrag zu beachten, und ob und wie wir den Rahmenvertrag, den ICD-10-Code prüfen müssen, das werden wir euch jetzt darlegen. Wichtig ist es erstmal, dass drei wichtige Punkte zu überprüfen sind. Das ist einmal das Alter des Patienten im Hinblick auf den besonderen Verordnungsbedarf. Das zweite ist, dass man überprüfen muss, ob der langfristige oder besondere Verordnungsbedarf vorliegt. Das dritte, ob anhand des ICD-10-Codes die entsprechende Anzahl der Heilmittelarten an die Frequenz im Hinblick auf die 12-Wochen-Regelung stimmt. Des Weiteren gibt es noch eine wichtige Besonderheit, und zwar, was ist, wenn der ICD-10-Code bis auf die letzte Stelle identisch ist, von zwei Ärzten ausgestellt, parallel am selben Tag oder kurz nacheinander. Da stellt sich ja immer die Frage, dürfen diese Rezepte parallel laufen oder müssen die nacheinander laufen? Und der GKV-Spitzenverband hat hier in seinen FAKs unter Punkt 32 nochmal festgelegt, nein, diese dürfen nicht parallel laufen, wenn sie bis auf die letzte Stelle identisch sind. Eine Besonderheit ergibt sich hier aber nochmal, wenn wir zum Beispiel das linke oder das rechte Knie haben, dann sollte der ICD-10-Code entweder dann den Buchstaben L oder R für links und rechts enthalten oder wenigstens in Klarschrift nochmal dahinter stehen, dass es das linke oder das rechte Knie zum Beispiel in unserem Fall ist. Jetzt gab es 2009 ein Gerichtsurteil, und da kann Benjamin zur Prüfpflicht nochmal was Genaues sagen. Soweit ich mich erinnere, 2009 gab es ja noch keinen ICD-10-Code, oder? Genau, Christian, wir haben das einmal recherchiert, und damals war das eben noch nicht irgendein Feld auf einer Verordnung, was man hätte prüfen können. Das heißt, diese Rechtsprechung, aus der sich die grundsätzliche Prüfpflicht des Heilmittelerbringers gibt, die kann sich gar nicht auf den ICD-10-Code beziehen, weil damals war das eben noch gar nicht Gegenstand des Verfahrens, konnte es nicht sein. Aber wir haben diese Frage immer wieder gehabt in der Vergangenheit. Wir hatten Absetzungen, wo Krankenkassen nicht gezahlt haben, weil die gesagt haben, dass eben die Diagnose zum ICD-10-Code nicht passt. Und das Problem war, es stand nirgendwo eine klare Lösung, und naja, dann müssen im Prinzip die Gerichte entscheiden, wie es tatsächlich aussieht. Und das ist jetzt tatsächlich einmal geschehen. Ich habe jetzt ein Verfahren mit meiner Kanzlei geführt vor dem Sozialgericht München, ein Verfahren, was zurückgeht auf das Jahr 2018. Also wir hatten ein wirklich langes gerichtliches Verfahren, eine lange gerichtliche Auseinandersetzung, wo ein Heilmittelerbringer, eine Praxis aus der Nähe von München geklagt hat gegen die MH-Plus Betriebskrankenkasse. Und wir haben dann unsere gerichtliche Entscheidung bekommen am 3.8.2021. Das heißt, hochbrisant, hochaktuell. Und da möchte ich einmal raus zitieren, was das Gericht gesagt hat, weil das ist schon eine ganz wichtige Feststellung. Das Gericht hat gesagt, die Heilmittelverordnung enthielt die Diagnose in Textform. Lediglich der ICD-10-Code entsprach nicht der Diagnose in Textform. Darüber hinaus hatte die Versicherte in der Vergangenheit schon mehrere derartige Heilmittelverordnungen außerhalb des Regelfalls mit der immer gleichen Diagnose vorgelegt. Zur Überzeugung des Gerichts umfasst die Prüfpflicht des Heilmittelerbringers nur offenkundige Verstöße gegen die Heilmittelverordnung. Damit meinte das Gericht wahrscheinlich Heilmittelrichtlinie. Darunter fällt nicht die Pflicht, den ICD-10-Code auf seine Richtigkeit zu überprüfen, zumal sich die Diagnose in Textform aus der Verordnung ergibt. Also ganz klare Aussage, wir hatten hier eine Diagnose in Textform, einen eigentlich nicht dazu passenden ICD-10-Code, und das Gericht entschied darauf, dass das nicht überprüft werden musste vom Heilmittelerbringer, und somit war die Verordnung hier
gültig. Und es wurde auch nochmal gesagt, offenkundige Verstöße gegen die Heilmittelrichtlinie sind zu prüfen. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Aussage, höchst aktuelle Rechtsprechung. Das Aktenzeichen für die, die das interessiert, ist S17KR 885 aus 19. Ja, also das ist eine ganz, ganz aktuelle Geschichte. Ja, und dieses Verfahren ist nun beendet. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, es ist aktuell noch nicht rechtskräftig, diese Entscheidung. Ob sie das wird, werden wir berichten, beziehungsweise werden berichten, wenn es nicht rechtskräftig wird. Ich gehe davon aus, dass es hält. Und ansonsten denke ich, das ist eine ganz wichtige Aussage. Die bezieht sich zwar auf eine Rechtslage, die schon etwas älter ist, aber es lassen sich dadurch durchaus Schlüsse ziehen auf die aktuelle Rechtslage. Und wenn wir keine anderen Gerichtsentscheidungen haben oder keine andere klare Regelung, lässt sich durchaus vertreten, dass diese Prüfpflicht des Heilmittelerbringers nur gilt für das, was Christian eben gesagt hat. So, also wisst ihr Bescheid, ICD-10-Code nur in den benannten Punkten und alles andere, ob das zur Diagnosegruppe passt oder nicht, wird anhand dieses Gerichtsurteils ja deutlich offenkundig. ICD-10-Codes gibt es 28.000 verschiedene, also das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, das zu prüfen, und die Diagnosehoheit liegt ja auch immer noch beim Arzt. Das genau. Noch vielleicht eine Sache, Christian, das möchte ich schon noch am Ende kurz sagen. Liebe Heilmittelerbringerinnen, liebe Heilmittelerbringer, wir haben einen Bundesrahmenvertrag, der auch ganz frisch ist, nämlich seit dem 01.08.2021. Und die Berufsverbände haben darüber informiert, allem voran mit einer sehr guten Videoserie VPT und Physio Deutschland. Viele haben vielleicht diese Videos auch gesehen, wo wir über einiges aufgeklärt haben. Und ich kann es nicht oft genug sagen, alle, die Inhaberin oder Inhaber einer Praxis sind, sollten sich dringend diesen Vertrag einmal durchlesen, von vorne bis hinten. Sind ein paar Seiten, das verstehe ich, aber sicherlich gibt es ein verregnetes Wochenende, einen verregneten Abend. Schauen Sie sich das bitte an. Es ist so unheimlich wichtig, was da drin steht. Und ich weiß aus meiner täglichen Beratungspraxis bei uns hier in der Kanzlei, dass vielen gar nicht bewusst ist, was in diesem Vertrag drin steht. Und wir hatten jetzt in der Vergangenheit 28 verschiedene Verträge im gesamten Bundesgebiet, haben jetzt einen, der für alle gesetzlichen Krankenkassen gilt. Und das sollte zur Pflichtlektüre gehören. Meiner Meinung nach auch noch für die fachliche Leitung. Und ganz ehrlich, wenn alle anderen Mitarbeiter der Praxis sich das einmal durchlesen, schadet das auch nicht. Das nur als kleiner Tipp von mir. Ja, und wir haben ja auch immer wieder die Bitten bekommen, den Rahmenvertrag mal kurz und knapp zusammenzufassen. Also das halte ich für äußerst fragwürdig, denn wenn ihr einen Mietvertrag oder andere Verträge unterschreibt, lest ihr euch den auch vorher komplett durch. Also ein Rahmenvertrag kann man nicht einfach mal auf ein paar wichtige Fakten runterbrechen. Und von daher nehmt euch die Zeit, wie es Benjamin sagte, es ist unheimlich wichtig und es ist kein Fehler, da auch zwei-, dreimal drüber zu lesen. Also ich habe es schon 5-mal gelesen und man findet immer noch wieder was Neues, was man im ersten Moment nicht gleich verstanden hat. Das soll es soweit gewesen sein von uns für den heutigen Tag. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir wünschen euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Alles Gute, tschüss. Ciao.